Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer schnellen Runde Siedler des Erbe der Könige. Die Folge wird wie die letzte nicht lange gehen, vielleicht 10 Minuten oder so. Aber ich muss, weil ich später noch weg, weil ich jetzt demnächst weg muss und mich dann noch fertig machen muss, aber ich muss jetzt einfach hier das Problem, was ich jetzt am Ende der Folge jetzt hier hatte, mal schnell beseitigt bekommen. Ja nicht auf die Idee, weil wir bekommen hier ja gerade anscheinend einen Mega-Angriff rein. Von dem ich... Lass mal da nach oben ran. Kein Problem. Von dem ich irgendwie voll nicht hoffe, dass der stattfinden kann. Weil das kann irgendwie nicht wahr sein. Wenn Gott es so will... Killen wir die Handmale. Folge der gerechten Sache und deine Sünden seien dir vergeben. Feinde haben einen Held attackiert. Fuck, ach, ich stehe noch da hinten. Alter, das ist echt gerade kompliziert. Ziemlich complicated. Dario wurde überwältigt und liegt kampfunfähig auf dem Schlachtfeld. Oh, fuck, Mann. Salim ist zu Boden gegangen. Ergreift sie! Auf die Kanonen! Mir geht auf die Kanonen. Attacke! Alter, wir gehen hier mega drauf. Boah. Angriff! Jawohl. Was passiert hier? Verteidigt euch, ihr werdet angegriffen. Gib den! Oh Mann, voll viele verreckt. Der Alarm ist beendet. 1, 2, 3, 4. Sind die nochmal 4 verreckt? Was ist hier passiert? Krass, viele Truppen draufgegangen. Aber ich hab's Gott sei Dank noch... Ich hab gedacht, ich verliere jetzt das komplette Spiel. Aber ich hab's ja Gott sei Dank noch geschafft. Fuck man, was war das? Jawohl. Lass mal da wieder hingehen. Ich bräuchte eigentlich einen, der die ganze Zeit hier steht. Bestens Salim. Mit Freude. Salim stelle ich jetzt da hin. Und mit denen laufe ich jetzt wieder komplett rum. Ja! Ja, mein Herr. Also bis jetzt darf ich anscheinend da nichts so richtig abbauen. Aber gern? Aber wir warten das da ab. Hier habe ich 4 Holzhacken. Muss ich erstmal wieder durchblicken. Hier habe ich 4 Lehmhacken. Gut, dann lasse ich den nochmal steilen. Und hören wir jetzt mal gleich an. Nee, ich laufe erst mit der wieder raus. Sucht mich doch. Ja, sicher. Wie ihr wollt. Ich darf jetzt erstmal wieder rauslaufen. Wenn ihr es für richtig haltet, natürlich. Ich hoffe, dass ich nicht verreckt. Ich bin schon unterwegs. Na gut. Ja, ich bin schon unterwegs. Wenn ihr wollt, freilich. Funktionieren. Wenn ihr jetzt direkt, dann bleibt halt da tot liegen. Ich bin schon unterwegs. Natürlich. Danach muss ich da runter. Na gut. Wenn ihr es für richtig haltet, freilich. Ich bin schon unterwegs. Am besten vielleicht was erforschen. Wenn ihr wollt. Weil ich weiß ja, dass ich Schwefel brauche. Natürlich. Ich sage euch nur nicht für was. Freilich. Wenn ihr wollt, freilich. Dann wäre es eigentlich recht schlau. Natürlich. Wenn ihr es für richtig haltet, ich bin schon unterwegs. Ja, sicher. Eine Alchemistenhütte. Wenn ihr es richtig haltet, weil die ja Schwefel umproduzieren kann. Unterwegs. Ja, Schwefel besser. Oh fuck. Sicher. Wie ihr wollt, wenn ihr wollt. Wenn der Schwefel ja, veredeln, dass es besser ist. So, jetzt dürfte es eigentlich durch sein. Perfekt, so. Dann erforscht es mal, was ich dafür brauche. Alchemistenhütte. Genau das da brauche ich dafür. Dün. Alles dann weg. Jetzt ist das ganze Leben noch weg. Oh nö. Natürlich. Guck mal, ob da noch was findet. Ich rede jetzt erstmal mit denen. Gut. Mit dem, was der zu sagen hat. Endlich ein bekanntes Gesicht. Gut, dass ihr hier seid. Kerberos hat mich gefasst, als ich in den Bergen umherwandelte. Er hatte erfahren, dass ich die Technologie des Wetterwechsels entschlüsselt habe. Unter Folter gab ich mein Geheimnis preis. Er wird nun mit seiner Wettermaschine bald in der Lage sein, den Winter herbeizurufen. Sein Plan ist, über den gefrorenen See in Norfolk einzufallen und die starke Verteidigung der Stadt damit zu umgehen.
Die Barbaren aus dem Westen werden die Gelegenheit nutzen. Sie werden vom Westen über Norfolk herfallen. Unter diesem Ansturm wird Norfolk fallen. Ihr solltet versuchen, den Winter durch eine eigene Wettermaschine aufzuhalten und Norfolk militärisch beizustehen. Ich habe nahe meinem Gefängnis die Stelle entdeckt, wo Kerberos seine Schwefelvorkommen abbaut. Sollte es euch gelingen, ihn dort zu besiegen, wird er keine Möglichkeit mehr haben, Kanonen für seine Armee herstellen zu lassen. Sorgt euch nicht um mich. Kerberos wird mir nichts antun. Gut, helft sofort. Das heißt, Feinde haben den hier nehmen. Attackiert. Feinde haben einen Held hinlaufen. Attackiert. Und hier, Smink auf die Fresse, habe ich schon gemerkt. Die ganze Zeit habe ich das unten gesehen. Dass da mega Stress gibt. Ja, mein Herr. Wie ihr wünscht. Hier machen wir die mal rein. Nieder. Ich bin gar nicht sie zu kämpfen. Hier bekommen wir sowieso Bestes. Noch. Gut. Angriff. Da sollte man aber drauf gehen. Nein, ihr sterbt. Ja, nein. In Ordnung. Sterben. Komm schon. Ja, geh einfach auf meine Truppe. In Ordnung. Seid unbesorgt. Einfach. Seid unbesorgt. So, es geht auf. Danke. So soll es sein. So. Brauche ich denn die hier alle? Ich sollte eigentlich eher versuchen. Ich brauche hier oben eigentlich nur Dario. Dann lassen wir Ari hier. Natürlich. Ari und rennen mit denen. Ja. Gern. Ja. Hier runter. Ari und den da hier lassen. Natürlich. Wird erledigt. Die da suchen weiter. Ja. Und eine Wettermaschine. Aber wie kann ich das noch machen? Ich habe gar keine Ahnung. Wie ich noch mal eine Wettermaschine baue. Lass uns erstmal eine Alchemisten hier bauen. Alchemisten hinter, ich weiß wenigstens, wie die geht. So. Zu zweit bauen. Das läuft schon besser. Oh. Wenn's denn sein hä? Ich wollte sogar kein Leben abbauen, ich hab ja Leben. Leben habe ich genug. Stein bräuchte ich ein bisschen. Ist in Ordnung. Oder Eisen. Ah. Eine Eisenmine habe ich auch nicht. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Leben abbauen. So. Mit denen renne ich jetzt. Das kann ich. Nee. Den kann ich eigentlich kurz hier bleiben. In Ordnung. Wie ihr wünscht. Den kann ich kurz hier bleiben und nicht machen. Schon Stein abgebaut. Stein bekomme ich glaube ich auch bis jetzt keine. Ja, weil ich hier noch nichts gebaut habe. Ich Depp. Ich hab getan, was ihr wolltet. Ein Alchemist beginnt seine Arbeit. Nichts lieber als das. Es Speicher, gibt zu Kanon, wenig Betten in eurem Kanon. Reich. Hä? Ich glaube, das war Wetter. Eure Bauernhöfe. Wettervorhersage. Nicht genug Essen. Jetzt kommt mal, wie das jetzt scheiße. Jetzt kommt mal, wie das geht. Draht, Spitzen, also auf Sägemin, Auswurf. Ich habe gar keine Ahnung, wie man gerade. Also auf den Killen, Banken. Hä? Mein Auftrag ist doch, weil ich ich kann das noch gar nicht. Weil, okay. Wenigstens habe ich das natürlich. Schon mal. Ich muss eher Truppen bauen. Das heißt, Wehrpflicht erforschen. Das zu dieser Stufe ausbauen. Das hier ja, bauen. Ist gut. Ist in Ordnung. Und da. Perfekt. Und jetzt brauche ich eigentlich dann nur noch Stein. Eisen, das hier abgebaut wird. Hier kann nicht recht viel Eisen abgebaut werden. Ihr werdet angegriffen. Er wird halt die ganze Zeit angegriffen, immer wieder. Und jetzt halt noch die... Ne, wir stehen... Wie viel stehen der da denn? Tag der Abrechnung. Steuern und so. Gezahlt.
nämlich. Also mein Ziel ist es jetzt, werflich zu machen, dass ich es da unten zerstören kann. Ihr habt eine neue Technologie erforschen lassen. Das natürlich alles ausbauen. Ja. Wenn ich das nämlich alles gebaut habe, bekomme ich das da dauerhaft. Das bekomme ich ja dauerhaft. Das bekomme ich dauerhaft. Wegen dem Bauen. Bauernhöfe, um all eure Siedler versorgen zu können. Wieso habe ich so wenig Schwefel? Ah. Das ist genommen und veredeln das gerade. Ah, scheiße, das hat das so viel gekostet. Stein. Ich bin fertig hier. Kann scheiße, das zu erforschen hat so viel gekostet, ja. Leben. Kacke. Egal, die hauen das gerade hoch. Ihr habt nicht genug Wohnhäuser durchlaucht. Kein und hier Problem. Ist ja auch eine Schwefelmine, glaube ich. Essen. Das ist mega unnötig, dass ich das da unten mache. Das Gebäude ist aus. Da unten müsste ich eigentlich nur angreifen. Ich habe ja hier noch eine Schwefelmine, dann habe ich eigentlich alles im Dauer kommen. Und hier ist nochmal Leben. Ja, das reicht sogar. Das da hinten müsste ich eigentlich ja nur angreifen. Dass die nichts bekommen. Schwefel könnte ich easy bekommen. Keine Angst, ich verstehe was davon. Ah, jetzt verstehe ich ja nicht mehr wieder, wie das komplette funktioniert. Ihr werdet angegriffen. Da macht es schon viel mehr Spaß. Wir springen jetzt mal kurz auf. Dann setze ich die beiden zum Bau. Jawohl! Und wenn ich die zum Bau gesetzt habe, dann ist auch schon wieder die Folge zu Ende. Ging mega schnell auf jeden Fall. Ist gut, ist in Ordnung. Also, bis zur nächsten Folge. Tschüss.